als größte Kunstbewegung der Menschheitsgeschichte bezeichnet. Lange wurde von einer Jugendbewegung geredet, von Subkultur, von Low Art. Mittlerweile spricht man wirklich auch auf Universitäten und in den großen Galerien und auch Auktionshäusern von der größten Kunstbewegung. Man müsste wahrscheinlich bis auf den Imperialismus zurückgehen, um eine ähnlich große Kunstbewegung, eine globale, zu orten. Damals hat die Künstler sozusagen befreit vom fotorealistischen Malen. Es gibt eigentlich nichts Vergleichbares. Es ist auch in erster Linie einmal eine quantitative Feststellung. Es gibt einfach sehr, sehr viele Sprüher auf der ganzen Welt. Es ist nicht unbedingt eine qualitative Feststellung. Man muss aber dazu sagen, dass vor allem zum Beispiel in Frankreich, wo diese Kunst der erste Überschwappen von New York ist nach Paris passiert, deswegen die Franzosen dort doch 20 Jahre vorn. Da ist es durchaus so, die vergleichen ihre Künstler, ihre Street Artists absolut heute schon mit Picasso und so weiter. Uns gibt es natürlich nur einen ganz kleinen Einblick in diese große Kunstbewegung. Wir sammeln sozusagen verschiedene Maltechniken und natürlich auch von den Namen und den Nationalitäten versuchen wir uns breit aufzustellen. Es geht uns auch nicht nur um Gemälde und wir werden nun die Einladung.